Also eigentlich bin ich die Jüngste von 3 Kindern und ich bin das einzige Mädchen und ich war immer schon die, die die Pferde liebt und die die Arbeit bei den Pferden draußen immer gemacht hat, dem Papa immer geholfen hat. Und meine Brüder haben sich eigentlich immer für irgendwas anderes interessiert, nur nicht für die Pferde. Und so das eigentlich, war das immer schon bestimmt, dass ich das dann eigentlich weitermache. Meine Mama ist eigentlich nochmal ja, die wichtigste Person da im Haus. Die versorgt die ganzen Gäste, die macht, die organisiert da alles mit den Ferienwohnungen. Und also die ist im Haus und ich mache quasi die Arbeit draußen im Reitbetrieb. Also wir haben uns, also mein Papa hat sich schon auf die Isländer eigentlich spezialisiert, weil das erstens ist es eine ganz eigene Pferderasse, die einen ganz einen speziellen Charakter hat. Das Pferd funktioniert einfach. Es gibt keine Schlangen, es gibt kein Beißen, es gibt kein Durchgehen, es gibt kein Buckeln. Gleichzeitig sind sie dann nicht so groß, das heißt, sie haben eine angenehme Größe auch für kleine Kinder. Und sie strahlen so von vornherein schon ganz so Ruhe aus. Das heißt, die Kinder kommen, die müssen die Pferd holen, die führen sie runter zum Putzen. Also bei mir sind die Reiter wirklich von Holen, Putzen, Satteln, alles selber machen. Natürlich mit Hilfe. Und das funktioniert schon sehr gut. Und wenn da draußen einmal 20 Pferde gleichzeitig stehen, wo die Kinder unter die Füße durchwuseln und so. Also da sind die Isländer schon sehr speziell und wahnsinnig brav, muss ich sagen, wenn man sie mit anderen Pferden vergleicht. Und vom Reiten her auch, wir erziehen sie eigentlich von Anfang an so, dass sie eher ruhig gehen. Eigentlich ist der Isländer ja ein Pferderasse, der richtig Gas geben kann. Hauptsächlich auch für Erwachsene zum Reiten. Aber wie gesagt, bei uns werden sie von vornherein so erzogen, dass sie ganz ruhig sind, dass sie ganz langsam gehen, dass sie sich vor nichts erschrecken, dass sie vor nichts Angst haben. Und das ist mir einfach sehr wichtig für die Arbeit mit den Kindern. Weil ich habe schon Stelle gesehen, wo die Pferde einfach, wo jede Stunde dann runterfällt und ich hätte die Nerven nicht dazu. Und da das Ausreiten, wir gehen ab der ersten Reitstunde wirklich ausreiten, auch mit den Kleinsten, und ich kann da meinem Pferd voll vertrauen.